Na gut, willkommen zurück. Zu, wie auch immer dieses Spiel heißt. Dark Souls, glaube ich. Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Pfropfen. Okay, jetzt weiß ich, wofür ich den Käfer unten brauche. Ist der Käfer unten echt der einzige Käfer, den ich hier weit und breit habe? Okay. Ach so, ich muss den... Hä? Freunde, wie soll das funktionieren? Was ist denn das hier für ein Tor? Ich könnte mich doch locker daran vorbeischleichen. Und ich, wenn ich mal... Wenn sich fühlen, mal ein bisschen... Womöglich kann dieser Schalter mehrmals benutzt werden, Herren. Das ist mir bewusst, aber... Krieg ich da einfach Vorsturm? Kann ich mich einsperren? Oh, kann ich. Naja. Grüß dich. Ich habe ja gelernt, man kann, man den Dingern verspringen, aber leider nicht. Oh. Meine Fresse, geht das mit den scheiß Käfern schon wieder los, ne? Ich habe übrigens gehofft, dass wir mit diesen Käfern jetzt langsam sich mal abgeschlossen haben, aber... Ach so. Oh. Da hinten ist bestimmt noch ein Schalter hinter, oder? Oh, Mann. Er ist so schlecht. Wir haben noch welche... Was haben wir denn da? Forscht Papier. Ich bin ja sowieso nicht direkt an der Forschung beteiligt. Steht zwar irgendwie in meinem Berufsnamen drin, aber eigentlich forsche ich nicht besonders viel. Ich entwickle nur Dinge. Praktische Forschung gibt mir ab. Also maximal. Das Einzige, was ich forschen würde, ist, um rauszufinden, welche Methode das Beste ist. Weil ich das Rätsel ja toll, ne? Vor allem, wenn du noch so eine Hilfestellung kriegst, dass der Scheißschalter mehrfach benutzbar ist. Soll ich nehme an, hier ist nochmal der Schalter? Was geht hier direkt weiter? So Löcherhaufen, das ist schön. Ich hatte mich neulich mit einem Zuschauer auf YouTube unterhalten, was jetzt genau die Soulspawn-Spiele definieren. Oder was jetzt Dark Souls... Ach, guck mal, ein Mann. Ach, das ist ja schön. Was jetzt Souls-like ist und was nicht. Und er hat so die Meinung vertreten, dass das Soulspawn macht jetzt nicht die Schwierigkeit aus, sondern halt dieses Worldbuilding, dass die Welt halt nicht als solche erklärt wird. Sondern dass du halt irgendwie langsam hier das Zeug zusammenpackst. Und wenn man diesen Gesichtspunkt nimmt, dann ist Darksiders auf jeden Fall kein Soulspawn-Spiel, weil das erklärt ja schon, wie viel, und die Welt ist halt doch irgendwie nicht so wie die Dark Souls-Welt. Ich meine, hier diese Lurcher-Haufen sind halt schon irgendwie, die erinnern mich halt sehr an Dark Souls. Dieses, dass du halt irgendwie so Seelen auf der Tasche hast, damit du halt beim Händler was kaufen kannst. Also ich meine, dass du die Seelen halt beim Tod verlierst. Das ist halt schon irgendwie so ein bisschen, wie komme ich jetzt daran? Wer ist er denn? Oh, toll. So, ich soll da runter, wa? War ich da unten schon? Möchte er mich auch angreifen? Ich würde gerne parryen. Halt nicht. Nimm die so. Ach, das ist mich wieder hier unten. Ach, das ist... Hä, der lebt noch? Hä? Aber der hat doch gerade Sehnen drauf. Hä? Verwirrend, na gut. Ach so. Ach so. Ah, das ist ja eine ganz schöne Vorbereitung, die ich hier machen muss. Für einen so einen Trick. Na gut, dann, Na gut, Das funktioniert aber ungefähr genauso, wie ich gelobt habe, nur mit einem extra Schritt. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da noch einen... Dass man sich noch die Mühe machen muss, dass man... Quatsch, andersrum. Dass man sich weniger Mühe machen muss, dass direkt hinter der Wand der zweite Schalter ist. Dass man dann nicht so viele Schwierigkeiten hat, aber... Anscheinend muss ich hier... Ist der Käfer jetzt durch den Manns verwirrt? So, hier. Käfer. Oh, ich habe ganz kurz Angst gekriegt, dass das der Käfer abbrennt. Da fallen noch so ein paar Feuerdingens runter. Und so ein Buchbinder. Das verwirrt mich ja immer noch. Alle möglichen Leute, das... Also, folgendes. Muss ein bisschen, das ist Buchbinder, was er gerade gesagt hat. Man muss ja irgendwann mal im Leben mal so diverse Arbeiten abgeben. Also, gerade wenn man so in der Ausbildung ist. Und
Ich höre jetzt immer öfter, dass Leute erzählen, naja, das musst du ja eine Woche vorher machen und das müssen die ja ab, das müssen die ja buchbinden und das ist ja voll. Ey, das Geräusch habe ich lange gehört. Das ist ja voll aufwendig und alles und da musst du ja schon eine Woche vorher fertig sein. Ich habe meine verdammte Masterarbeit 2 Stunden bevor ich es abgegeben habe gebunden. Oder gemacht. Und nicht, weil ich einen Termin hatte, sondern weil das einfach möglich ist. Da gab es ja 2 Möglichkeiten. Da gab es immer, ich habe meine schöne Arbeit, also meine eigene persönliche, habe ich so einen Metallrahmen, nee, Gott, anders habe ich so einen recht coolen Rahmen gemacht, so einen geklebten, hat 1 Stunde gedauert. Und dann habe ich aber noch einen, brauchen wir den Mannsk für irgendwas? Wie, die Viecher kämpfen hier auch genie? Das ist ja verwirrend jetzt. Ach, jetzt haben wir den, hä, aber dort war ich doch schon. Was bringt mir der Mannsk jetzt? Ach, mit dem komme ich da oben auf die Brücke rauf, wa? Ja. Ja, hier. Okay, das war hier auch ein. Sei gegrüßt. Bitte, wie du willst. Auf jeden Fall habe ich das immer wieder öfter gehört, dass du halt irgendwie die Arbeit, die ich vorher machen muss, weil das mir so lange dauert. Der komische Shop, wo ich meine Bachelor- und auch Masterarbeit gemacht habe, von meiner Uni, der hat das halt innerhalb von Stunden, also Minuten, bis dahin gegangen. Hast gesagt, guten Tag, ich möchte hier meine Arbeit drucken. Oder hast du die halt auf dem USB-Stick da auf dem Rechner gezogen, bis die nochmal durchgegangen, ob alles richtig ist. Und dann hast du da zum Drucker geschickt, dann haben die auf schönen Papier gedruckt. Und dann auch die Bumm. Was ist er denn? Die sehen zwar witzig aus, aber so stark sind sie auch nicht. Jetzt haben wir leider den einen Engel nicht gekriegt, ne, der da oben lag in diesem Gebäude. Warte, ich muss mal kurz nochmal zurück. Das war ja eigentlich gar nicht so weit, oder? Kann ich ja nicht abkürzen? Nee, kann ich nicht. Gut, dann war es vielleicht noch weit. Abgabe ist 13 Uhr am Montag, heißt, hätte es sonst 12 Uhr erst, oder? Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Binderzeug ist halt ganz komisch. Das finde ich irritierend. Ich frage mich ja, ob das so ein globaler Scam ist, dass die Leute einen da abziehen. Die anderen Buchbinder, die das nicht können, weil mein Buchshop von der Uni konnte das ja. Der hat so eine Metallklemme rumgemacht und noch was anderes, dann hat das gehalten, dann war das top. Und das geht halt nur von wenigen Minuten. Da war keine Vorbereitung lange notwendig. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wofür das hier unten gut ist, ne? Hebst hier irgendwo noch so ein Dings hier. Die ich übersehen habe. Wenn hier oben kippt der Typ dann an der Decke. Guck mal hier hin. So, dann mach mal hier. Aha! Secret? Wenn ich die Typen hier nicht von der Decke haue, sollten die. Ja, das ist trotzdem böse weit. Oh, kann ich damit diese Bubbeln. Oh, guck mal, der rennt bis hierher. Krass. Oh, kann ich damit diese Bubbeln anschießen? Ach, tatsächlich. Okay, diese Bubbeln sind also Schätze. Na gut. Ne? Kleines Löchergefäß, das ist auch neu. Das bis dahin hinwerfen, das ist voll weit. Gibt es aber noch eine andere Möglichkeit? Das ist halt richtig dolle weit. Na gut, ich muss das ja nicht laufen, wa? Kann das ja werfen, deshalb habe ich eine Sichtlinie. Ja, wir prüfen das mal. Das hätte ich mir nicht von die Folge gewerfen, da wirst du diesen Haufen geschafft. Aber ich kann ja relativ weit laufen, ne? Mit so einem Käfer in der Hand. Das könnte schon machbar sein. Okay, mein erster Versuch. Okay, war doch nicht so weit, wie ich dachte. Alles gut. Jetzt. Ich finde das nicht gut, dass hier alle an der Decke hängen. Das ist. Ich habe irgendwie Angst, dass die halt auf meinen. Ich wollte schon wieder mit. Ich wollte schon wieder wie ein Dark Souls angreifen. Hä? Hä? Warum war denn jetzt instant tot? Hä? Hä? Da haben die einen Weak Spot, dass wenn man die hinten angreift, die sofort sterben. Wer hat doch jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Er hat doch gerade Seelen gedroppt, oder nicht? Was ist das denn? Ist das so verhangen? Ist das was anderes? Das ist normal. Hä, was ist denn das? Warum ist denn der jetzt sofort bei mir gekippt? Hab ich jetzt irgendwie. Wie ist das Ding in Skyrim? Da gab es ja diesen einen Dolch von Molag Bal, glaube ich, der. Gegenüber, das wäre ja nice. Guck mal, jetzt kommen die doch runter. Aha, das war also der Plan.
mit euch nur noch meine Waffe eingebaut. Achso, nee, die droppen nur Zorn, wenn ich sie haue. Okay. Bringt mir nichts, wenn ich erst voll ab. Na gut, trotzdem sehr verwirrend. Guck mal, hier sind sie noch mehr. Ah ne, das sind da die gehören zu den anderen Raum. Na gut, dann haben wir schon mal das Secret schon mal auch mal aufgelöst. Na gut, dann müssen wir uns wissen, Sorgen machen, dass der Käfer da oben rennt. Interessant. Muss ich nur rausfinden, wie ich an diesen anderen Engel da oben rankomme. Das würde mich ja noch ein bisschen interessieren, wie ich da. Quatsch hier. Ne, das ist hier nicht. Das ist ja voll weit eigentlich, fällt mir gerade so ein. Boah. Ich brauche ja alles, da zurückgegangen zu sein. Nein! Nein! Ach, Menno. Der hätte ihn hier runterholen dürfen. Wie komme ich diesen Sprung da eigentlich gegen den Baum fahren konnte? Das ist aber immer so, ne? Wenn du was schnell machen willst, dann klappt das nicht. Ich will nicht nur dieses Engelsartefakt haben. Ich hoffe zumindest, dass es eins ist. Das brauche ich noch von der Waffenverbesserung. Aber eigentlich brauche ich jetzt Dämonenartefakte. Wasserfall? Nicht zu bedeuten. Was sind das eigentlich für komische Rippen? Die stehen so aus, wenn die auf. Das ist ja kein Tier, was da verändert ist. Die sind ja so aufgestellt. Vor allen Dingen. Du bist da unten eine. Haben wir schon mal unten? Jetzt hinten noch nichts weiter. Oh, warte mal. Naja, hält mich näher. Geht's halt irgendwo weiter? Irgendwo im Keller? Nicht hier tauchen gehen? Dafür, dass hier Wasser raus supert, ist das nicht besonders ergiebig hier. Na gut. Der Hauptgrund, warum ich die ganze Zeit mit Feuer rumrenne, ist halt der, dass das Feuer irgendwie mich mit am mobilsten macht. Von allen Fähigkeiten, die ich so habe. Achso, jetzt ist diese scheiß... Achso, jetzt ist die Säule... Warte mal, jetzt ist da die Säule drüber. Kann ich diesen Ladekran noch wieder... Ach so, komme ich an den Engel ran. Hahaha. Was habe ich jetzt, dass das Ding noch ein Dach hat? Die Mannsküche tun mir irgendwie so ein bisschen leid. Auch wenn ich nicht so richtig weiß, welche... Haha, der Engel, der übrigens einen Dämonenartefakt droppt. Ah, das war ja... Das war schön. Hätte ich vielleicht schon vorher raffen können, hätte ich mir den ganzen Weg hier nicht so rumsparen können. Hier wieder einfach hinkommt. Achso, ich hätte natürlich mit den. Ich hätte auch einfach den Mansk nehmen können und wäre hier einfach so hochgegangen. Ne? Naja. Sei es drum. Ist ja nichts passiert, wa? War ja alles halt. Oh ne. Warte, der hat den. Das ist droppt. Das wusste ich jetzt gerne. Ja, dafür, dass es mich das voll durch die Landschaft gefühlt. Denn jetzt ja. Was? Ey. Ach. Ich hätte einfach nicht gierig den Stuhltypen mal schlagen sollen. Das endet immer so mit diesen Typen. Die sind viel zu widerstandsfähig. Die halten viel zu viel aus. Machst dir keine Freude mit. Ach, Mann, ich bin einfach die Einsatzbrücke. Ich bin so lange nicht gestorben. Damit ich dieses Spiel kein Discount hat. Ich bin übrigens leicht müde. Ich habe mich nachts so wenig geschlafen. So, der hat gegen den Engeltyp gekämpft, der übrigens nicht lange durchgehalten hat. Immerhin haben hier nicht die Typen meiner Seele getan. Was? Also, wenn mich gleich getroffen hat. Ja, ich hab mich mal. Solange mich hier nicht vom Weiterlaufen abhält. Geht's hier nicht? Achso, in die Richtung. Das sind auch Engel? Aua! Auf die Knie!
Und wenn die wegkommen und dann können die gar nicht. Also eins sind die keine Bedrohung, die hier. Zum Glück. Hm. Nu? Das Schiff da. Das Schiff da hinten hat Mansk dran stehen. Oh, nett. Bei den Toren. Glaubst du, es hat uns bemerkt? Ohne Zweifel. Dafür hast du sicherlich gesorgt. Was? Mein Beobachter sorgt dafür, dass ich bemerkt werde? Oder hinterlassen Beobachter irgendwie so eine Hitzesignatur, die auffällt. Aua. Ich bin nicht von der scheiß Brücke gefallen, das würde ich bestimmt bitterlich bereuen. Ist dies das Schiff, von dem Uziel sprach? Sieht so aus. Ja, die MK Mansk. Mensch, welch Wunder, dass die anderen Viecher auch Mansk heißen. Ist das vielleicht... Oh, ist das riesengroße Tentakelvieh einfach nur ein riesengroßes Mansk? Das wäre mega witzig. Oh. Kann ich nicht greifen. Oh, hier. Ich bin noch nicht tot. Okay. Ich kann so viel Damage machen. Und der... Das Taxi macht das nochmal, ne? Also der Leser des Todes ist der Leser des Todes. Von dem soll ich mich nachnehmen. Fällt der denn ganz runter oder bleibt der schweben? Oh, er fällt ganz runter, kommt wahrscheinlich wieder hoch. Ja, da unten und brennt vor sich hin. Ah, schön. Zumindest einige sehen wieder auf Tasche. Sehen wir nicht, die brauchen. Fehlt eigentlich noch der ungewinnbare Bossfight, wo ich einmal sterben muss und dann woanders zu landen. Um dann aufgeklärt zu werden, dass das, naja, das hätte ich nicht gewinnen können. Ich brauche diese Fähigkeiten. Jetzt geht's alles schon besser. Schon wieder für die Grün. Womit kann dir. Wie du willst. Ich müsste mal kurz vielleicht zerstören, was ich erschaffe. Ich glaube, ich kann mich was leveln. Zumindest müsste ich mittlerweile genug Artefakte gefunden haben, um Sachen weiter auszubauen. Daran wäre ich ja sehr interessiert. Hoffe ich zumindest. Wie viele Dämonen-Artefakte brauche ich denn, um diese komplette Waffe zu kriegen für die Peitsche? Wahrscheinlich noch ungefähr wie viel tun 500. Ach ja. Lange Ladepause ist lang. Es ist schön, dass er gerade mit 1 FPS einfach nichts gemacht hat. Entspannt. Ich finde es doof, dass sich die Heiltränke nicht auffüllen, wenn man an so einem Punkt war. Würde es jetzt kein Leuchtfeuer, aber trotzdem. Moin, grüß dich. Willkommen, Fury. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Was brauche ich dafür noch? Dafür brauche ich noch 6. Ich brauche die Essenz eines Auserwählten? Wo soll ich die denn bitte schon herkriegen? Aber ich kann die untere Reihe jetzt auch nicht unbedingt freischalten. Ich brauche die Essenz eines Auserwählten. Ist das, wenn ich alle Menschen hier gerettet habe? Mundi-Gatan ist auch durch. Ja. Sprunghafte Obscurus, sagt man, da wollte ich doch. Das erhöht die generierte Chaos, ich fand das mir egal. Das ist der Invisible Frame, der ist mir wichtig. Eins meiner besten Stücke. Ja, bestimmt auch. Oh, das Steig, was gibt es denn hier? Physische Schande. Ja, gut, mehr passive Gesundheit ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir schon mal gewünscht habe. Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Ich sehe es halt einfach nicht, dass ich meine Fernkampfwaffe aufupdaten möchte. So, das dann kann ich die Dinge eigentlich noch weiter aufleveln. Oh, damit wirst du ordentlich verwüstet und hätte ich nicht für möglich. Interessant. Viel Glück, Fury. Kann ich. Wie sieht der denn aus? Leb wohl, Reiter. Okay. Wo kriege ich die Seele eines Auserwählten her?
Fragen über Fragen.